Unterwegs jetzt eine weitere Folge von Man of Metal mit dem Mike. Mit dem Mike! Moin! Mich wundert, dass das Schiff noch keinen Leck gefangen hat. Warte, kommt. Warte, was mit Brad dann? Ja, wo ist der? Ob der noch immer am Schiff ist? Ja, wir müssen den ja irgendwie rausholen. Warum interessiert sich gerade keiner für Brad? Weil er noch immer kacken ist. Lass ihn kacken, Mike. Wahrscheinlich safe auf dem Schiff. Ja. Alles sterben außer Red. Jawohl. Vielleicht ist er einfach noch kotzen, weil ihm wieder übel war. Ja, ja, ja. Das wird es wahrscheinlich sein, ne? Wer sind wir? Bin ich Julia oder bist du Fliss? Ah, ich bin Fliss. Das hat sowieso gerade Julia sein. Ich bin jetzt Girl Nummer 1. Einer hat voll das komische Gesicht von der Seite. Best Girl Julia. Confirmed. Ich bring sie um für dich, Mike. Mach das. Warte, was? Nein. Ich spring mal runter, ja moin. Alter, creepy AF Boy. Ja, ich geh ja schon. Chill mal. Du bist zu langsam gegeht. Ja, I think so. Oh, ich hab was verloren. Mein schönes Armband. Statt das. Okay, und auch. Creepy. Hm, leckerne Hand. Hey Mike, alles klar. Warum hast du dich so vorgedrängt? Was? Bin ich Warum sind wir auf einmal alleine? Wo sind diese anderen Typen? The Mask of Madness, jawohl. Geh rein da, Boy. Na, ich mag das auch nicht. Oh, nicht Sean Miller. Oh. What are they gonna do with us? Ich habe mir nochmal das Miller-T-Shirt angeschaut. Okay. Mike, verlass mich nicht. Ich habe Angst ohne dich. Bleib bei dem. Jetzt muss ich kreischen wie ein großes Mädchen. Glaube ich das. Soll ich dir helfen, Nigga? Der Was? Leuchtet mich an. Finde ich voll geil, schau mal. Kann auf mein, auf er kann auf meinen Hintern leuchten, schau. Oh, was war da? Da war was Oh Shit mäßiges. Da war nur noch Rademann. Ja, das ist echt Oh Shit mäßig. Oh, warte, hier liegt was. Du glänzt so schön. Du bist gerne. Ehrengirl. Force Division Army. Ich kann nicht weitergehen ohne dich, Mike. Nicht? Nee. Komm, gehen wir Hand in Hand. Alter, meine hat voll die dicken Lippen, ja. Die Lippen von meiner sind so dick, dass sie ihren Mund nicht mal ganz. Mikrofon pressen kann. Was. Okay, all of you. Into the room. Als wenn das für den voll normal wäre, in so einem alten Krieg zu chillen. Ja. Ja, erstmal zusperren auf dem alten Schiff, gute Idee. Hey, it's pitch black in here. Give us the light. Oh. Thanks. Oh. Mike, ich hab Angst. Halt meine Hand. Reich sie in die Webcam. Alter, ich dachte gerade, ich fail das.
Reich deine Hand in die Webcam, Mike. Halt meine Hand. Komm. Ich mach's auch gerade. Ja, geil. Hui. Ich stink ein bisschen. Ja, meine auch. Ich hab dir gerade im Schritt gehabt. The hell is this fucking place? Bestwolf trifft eine Entscheidung. Oh nein. It has to have something to do with the Manchurian gold. We're not far from those coordinates. Tja. Du stehst da wie ein Idiot, weiß nicht, was du sagst. So, ja, yeah, ist so. Manchurian gold the name of the ship? That'd be a weird name. I've seen some pretty weird names for ships. Oh, yeah. Maybe they took a vote? We can't just sit around. We need a plan. Seit wann haben wir eigentlich unsere Schlafsachen nicht mehr? Oder sind das gute Frage. Conrad went to get us help. We should wait for him. Naja, auch wenn. Wer weiß noch, ob er wiederkommt. Oder ob er nicht doch im Unwetter irgendwas passiert ist. Ja. We gotta find the radio on this ship. So, what's the status of the Duke? I saw one of the goons take something out of the boat. Distributor cap makes the engine work. The Duke of Milan is a floating brick without it. We need to get it back. While those guys are out panning for Manchurian gold or whatever they think they're gonna find on this floating coffin, we gotta take advantage and look around for a way out of here. Oh, schwierig, man. Die Türe ist auf jeden Fall tabu. Lass mal rummachen, Alter. Ja, komm, hier ist leuchtet so schön. Da können wir machen. Ah. Was ist das? Ich habe eine Brille gefunden. Ohne Gläser. Ich wollte mit dir gucken, aber du hast. Ich habe schwarze Fingernägel. Wie? Ja, voll krass, ne? Ich will doch nicht mehr mit dir rummachen. Ja, lackiert aber. Damit kann ich deine braunen Rücken zerkratzen. Ein bisschen. Hier ist noch ein Bild. Glaube ich. I wonder what happened. Da steht nur SS unten. Unter dem Bild. Da steht der Name nicht. Bevor wir zur Tür gehen, würde ich mal den Girlboy hier auf A drücken. Hey. Achso, ich rede jetzt. I found this letter that was never sent. Ich hab gleich der Konversation gejoint. Ja, ich stehe da. You wanna be more specific? Hörst du zu? Ja. Ich hab die gleiche Katze, glaube ich. Du triffst gerade eine Entscheidung. I don't know. Crews, they go on long missions, they get cooped up, cabin fever, they freak out, sometimes they mess with each other. Yeesh. And we've only been here like 10 minutes. I found this note, it was back in the bunk room. So it says that this guy, Patterson, kept playing sick, getting out of guard duty when he was supposed to be in the hold. Man merkt, dass unser Typ immer noch glaubt, dass die Zeit ist. Like a bunch of times. Möglich. Anyways, it doesn't seem like anyone liked it too much down there. So what I'm gathering is the crew, man, they were pretty creeped out by whatever the hell they were carrying on this ship. Wie dein Charakter so ein bisschen in die Cam guckt, so, hallo, ich hab zu, hallo, ich bin ja, voll. Lass euch was sagen, krass. Plan? These guys do not seem like the planning type. What do you think is gonna happen? You think they're gonna kill us? I mean, they probably would have already if that was the plan, but you know, you hear all the time about how kidnappings go wrong and... I don't want to think about that. We're gonna get out of this. So, what do? Wie du gerade nachdenkst. This is a fucking old ship, but maybe it still has a radio that works. Any idea where we'd find it? The bridge, above deck. All right. The second we get an opening, we gotta take it. And hope the radio still works. Okay, well, we're not gonna do anything from in here. We need to keep looking around and try to find a way out. I'll take a look around. I'll take a look around. Just be careful. Lecker. Ich find's cool, wie unser
wie der Kerl das einfach chillt und uns die Arbeit machen lässt. Oh, krass, ich kann mich bewegen. Geil. Ich guck dir auf den Hintern. Huh. Oh, du hast was gefunden. Oh ja. Schlaues Mädchen. Danke, dafür gibt's einen Fick, oder? Look. Ja. Alter, aber wie du durch meine Kamera läufst, du Wichser. Ja, ich bin verwirrt, schau mal. Ja, ich seh's gerade nicht, aber du sahst gerade verwirrt aus. Ja, ich seh's gerade in deinem Replay vom Stream. Der Bui von ihr ist schon... Huch. Kann man schon mal ranfassen. Das ist Zeitungstiegel. Ich geh voll verplant rum. Ja. Alle haben was zu tun, außer ich gefühlt. Ich schau mal bei der Tür raus. Durch die Luke. American Overseas, 1957. Ich sehe mich im Maschinenraum um, sagen wir. Alter, wie du dein Ass präsentierst, ja. Stripped. Not gonna work that way. Hast du irgendwas? Haben wir irgendwas gefunden, womit wir vielleicht was öffnen können? Das sagt gerade was. Haben wir auch gerade die Belange geguckt. War das verschwundene Getränk daneben ist ja mal nicht. Es geht denn auch zu weit, okay? Sie wollten nur die ausrauben und sonst nichts. Ja. Also du siehst den Text auch. Okay. Dann ist nur der Boss ein bisschen gierig. What do you think? Ja, ja. I can't get it open. Over here. Als hätte dein Charakter es vorher noch nicht gesehen, so. So, hä? Ich bin blond? Ich verstehe das nicht. Maybe we can bend it open and get out of here. Ja. Egal. Hm. Er trifft eine Entscheidung, krass. Ja. Yeah. Irgendwie kommt mir vor, du musst mehr Entscheidungen treffen als ich bisher. I'm gonna just smash this wall. Finde ich gut. Oh ne, ich muss auch was entscheiden, Scheiße. Ich sag nur, stark im Anzeigen. Oh, yeah, sure. Big man on campus. Du bist ein Wichser, Mann. Hä? Wait, maybe we should try barricading the door instead. Ja. Yeah. Gute Idee, Mann. Mit dem Verbarrikaden. Versperren, oder? Ich finde Versperren, glaube ich, gute Idee. Aber vielleicht hört man das auch schon. Hey, hey. Naja, sorry. Statt zu warten, bis ich verbarrikadiere. Ist so. Ah, 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 ah. Ja! Als wenn der das so leicht weg. Ja, egal. Lauf. Schieben. Fuck. Tschüss. Nein, Mann, lass Julia doch überleben, Mann. Scheiß auf Fliss, Alter. Fuck. Hä? Ich hab A gedrückt. Du bist so ein Spack, ne? Ich hab gedacht, ich muss jetzt A drücken. Fuck. Es war nicht mit Absicht. Aber sie haben dich genommen. Scheiße. Ich bin Fliss. Fuck. Aber ist es nicht gut? Ist keiner gestorben? Nee, ich bin Alex. Ich bin jetzt Alex. Was bin ich dann, Julia? Du bist Julia. Ich will Julia sein, Mann. Ja, ich glaub's ja, aber ich... Hi, Großer, starker Mann, komm jetzt. Du bist so ein Wichser, ne? Warum? Ich bin Julius. Alter, einfach. Ich hab kein Leuchten, guck mal. Hui. Aber wenigstens ist Fliss weg und nicht Julia.
kann leuchten. Ja, das, deswegen habe ich das hier gemacht, Mike. Doppelte Wachposten, keine Gespräche. Lol, keine Gespräche. Ist ja mega langweilig. Schau mal, Mike, ich kann die Lampe halten. Alter. Kannst bestimmt nur noch andere Dinge halten. Mm. Rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete. Oh, gar nicht laut oder so. Hey, du, na? Oh, hier ist Wäsche. Wo ist dein brauner Zuckerarsch? Komm her. Hey, Mike, nicht mich alleine lassen. Doch. Ich bin in diesem Raum. You think ich Conrad's auch. Made it? He can be pretty resourceful when he puts his mind to it. That's not really an answer. Well, then, sure. I think Conrad's made it. Oh, great. Das ist die Frage. Wahrscheinlich wäre ich sonst gestorben, weil ich musste der Bullet dodgen, nämlich zum Schluss. Also das habe ich zumindest geschafft und das war ziemlich schnell und ich habe im letzten Futzel getroffen, ne? Oh shit, echt? Ja. Heftig. Hast du wieder was entdeckt, weil ich bin gerade raus aus dem Zimmer und ich will nicht alleine gehen. Ich komme nicht. Grad noch. Okay. Also das Ratten entdeckt oder wie? Ja. Wo komme ich dorthin, da, wo du hinkommst? Ich komme da gar nicht hin, hä? Rechts rum. Dann muss ich hier rumgehen. Ist ja voll doof. Aber da war nur ein Red. Okay, dann gehen wir wieder zurück und geradeaus. Komm, Ladies first. Komm, folge meinem Hintern. Gehen Alter. Wir hier rein. Wir haben uns tot. Komm. Glaubst du, jetzt kommt das, was du in deiner Ding gesehen hast? Was habe ich nochmal gesehen? Dass wir zu zweit irgendwo festsitzen und nach Luft schnappen. Ja. Könnte sein. Out of bounds. Huh. Sind wir hier irgendwo einen Punkt von uns? Nein, ne? Nee. Wo? Wo sind wir? Ja, da ist kein hier are you Punkt. Oder you hier. You here. Genau. Ey, ey, steh mir mal nicht so in der Kamera. Ich muss gleich wieder pinkeln. Echt? Ja. Mongo, ne? Aber erst in 10 Minuten kann ich frühestens gehen, pinkeln. Kann ich gehen, frühestens pinkeln? Kommst du mir nach? Hallo? Ja, ja, ich komm. Ist hier eine Toilette? Eine Damentoilette? Ja, hier ist die Toilette. Guck aber mal. Das ist nicht Damentoilette, Mann. Ja, ich weiß, aber hier liegt was. Hier liegt ein Hinweis auf der schönen Toilette. Hier liegt ein Brief. Oh. You think Brad is still on the Duke? Liebe Ellie. Iles? Okay. Ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten, sagt Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Hm. Oh yeah. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. Am Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Als deine Briefe, was? Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert. Ah, sie werden zensiert. Aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Und dann Punkt, Punkt, Punkt ist nicht mehr lesbar. Ich weiß, dass du einen kleinen Schwanz hast. Ja, genau. Okay, ganz ruhig. Haut schon. Oh nee, ich sehe schon wieder das Kind. Oh nein, echt? Ja. Es ist ein Soll ich checken, die Toilette? Warte, ich komme ihm. Ich gehe raus, glaube ich, ist besser. Nee, check. Check du. Wo? Hinten letzten Toilette. Wer willst du, dass du eher stirbst, Julia oder Alex? Okay, das hat's gleich erledigt. Nee, bei mir ist jetzt der Zettel nochmal. Ich glaube, ich kann jetzt gucken, weil du hier auch bist. Ja. Gut, hier ist nix. Alles klar. Aber ich sehe Sachen schon wieder, Mike. Das heißt normalerweise nichts Gutes. Das ist normalerweise ein todes Gefinkel. Fackel. Vielleicht ist das Giftzeug. Ich sehe, das ist hier auf dem Boden, siehst du das? Ach ja, das war vorher nicht hier. Raus, Dämon. Ja, das war vorher nicht hier. Nee, ne? Wieso? Ich bin schon raus. Also, du stehst noch immer bei mir beim Zettel. What the fuck? Jetzt bist du erst weg. Ich komm schon. Ja. Deswegen bin ich hier drin gestanden. Wo bist du? Oh nee. Ganz raus, aus dem Klo raus. Bist du rechts weitergegangen oder zurück raus? Ah, nein, nee, zurück komm raus. Komm zu mir hier. Hey, da ist bei mir nichts. Da geradeaus ist nichts? Nee, bei mir, oder? Ah, da ist nur ein Bauchshot, okay.
Hier links, hier links, hier links, hier links. So, hier vielleicht. Ja, was? Hier, hier. Oh, geile Türwand. Wo bist du? Zurück. Komm, komm raus. Ja, komm. Hi. Wohin jetzt? Wo waren wir? Geradeaus, weiter, oder? Okay. Da waren wir noch nicht, ne? Oh Gott. Mike, ich hab... Links oder geradeaus? Beides. Ja, ich guck mal. Nee, hier geradeaus. Gehen wir erstmal hier reingehen. Geradeaus war nichts. Okay. Die Kameraperspektive gefällt mir hier. Ja, ne? Hier ist ein A. Hier ist ein A. Oh Gott, ich kann nach unten schauen. Mike, halt mich fest. A, Junge? Halt mich fest, Mike, ich kann nach unten schauen. Halt deinen Arsch. Ich hab ihn gesehen. Shit. Wen? Schwarzen Mann. Oh, bitte nicht den schwarzen Mann. Ich hab irgendeinen Mann gesehen, also eine Silhouette halt. Big boat, big engine. Sind das die? Bei mir war er nicht. Oh fuck, ich seh Sachen, Mike, das heißt, ich sterbe. Nein. Letztes Mal sind wir auch beide gestorben. Ja, wenn wir beide sterben, ist es ja okay, aber sonst wär's ja zu traurig. Wenn ein Pärchen stirbt, dann müssen sie schon gemeinsam sterben. Lull. Das heißt, wenn einer von uns stirbt, müssen wir den beide anderen umbringen. Keiner. Müssen wir den beiden anderen umbringen, okay. Nein, Mann. Okay, finde ich gut. Wir lassen einfach beide überleben, okay. Ja, und alle anderen sollen verrecken. Finde ich gut. Hier ist ein Buch, da ist auch nichts drauf. Ah, und unser kleiner Bruder kackt noch immer. Finde ich super. Ja, ne? Was steht da drin an Schnuggi? Das ist ein Logbuch von den Technikern. Krass. Ein langes, das lese ich glaube ich nicht vor. Ist es so lang, dass man es nicht lesen kann? Mehr? Das sind 5 Seiten oder 6 Seiten, ne? Yeah. Wenn du willst, kannst du es ja durchlesen. Ich weiß nicht, ob uns das im Spiel weiterbringt. Ich bin durch eine Tür gegangen, gehen wir hier durch. Da steht nur, dass das steht halt erst als okay und ab jenem Tag okay, ist der Engine halt kaputt. Ich laufe nur deinem Arsch hinterher. Wie immer, oder? Immer der Nase nach. Diving in the booty. hier ist eine Tür. Aber mir kommt das so bekannt vor. Soll ich durch die Tür gehen? Ich hab einen komischen Schädel gefunden. Wo findest du das auch? Ich höre Geräusche. Ich hab was gesehen. Okay, jetzt hast du auch was gesehen. Da hat mich gerade eine tote Hand... angefasst. Ich sehe auch schon Sachen. Jetzt schaue ich mir das an, was du gesehen hast, den Minischädel. Mike, ich will noch nicht sterben mit dir. Ich auch nicht. Gab es unsere Lady-Kapitänin schon vergewaltigt worden? Ja. Okay, finde ich gut. Ich schaue dir gerade über die Schulter. Wie du liest. Ist wieder so ein Log-Eintrag. Oder ein Tagebuch. Was hast du verpasst? Nice Booty-Shots hast du verpasst. Ja, richtig geile Booty-Shots. Oh. Willst du das jetzt nehmen? Ich hab's nur kurz überlegt. Ich wollte es nicht angreifen, aber dann habe ich mir gedacht, das ist ein Buch, das kann man aufmachen, krass. Es hat sogar Flecken drinnen. Schön. Buch, was man aufmachen kann, ist schon heftig. Ja, ich mag keine Bücher, deswegen gehe ich sie wieder weg, hab Angst davor, tschüss, Buch. Oh, sad. Oh, finde ich auch sad. Oh, Mike, ich muss pinkeln. Und ich hab Angst. Gehen wir noch durch die nächste Tür, oder glaubst du, geht's dann hier voll ab? Hier ist eine Vorahnung, glaube ich. Wenn du eine Vorwarnung? Oder ist es ist es einfach ein Eckchen, wo du reinkommst? Oh nein. Ja. Oh, wer stirbt? Oh nein. Also ich werde von diesem einen mit diesem kaputten Auge gegen eine Scheibe gestoßen. Mehr habe ich nicht gesehen. Julia, du wurdest auch gefasst. Nicht. Aber ich wurde verkloppt. Das heißt, wir können das vermeiden, aber. Aber wir wissen, was passiert, wenn wir gefangen werden. Und bei dir, Ist gleiche. Wir sind das gleiche. Okay, aber Scheiße. Ich würde mal kurz auf Pause tippen, weil ich muss pissen. Und es ist wahrscheinlich, das nächste, was passiert, ist wahrscheinlich wieder. Guter Start für die nächste Folge. Also bis dann und spielt schon brav weiter. Mm-mm.